auch mal was sagen, bitte? Ja, so. Haben wir gutes Wetter in Berlin heute? Nein, kein gutes Wetter in Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Ich bin heute nicht auf der Insel, sondern zu Gast bei Dr. Dr. Rainer Zittelmann in Berlin. Gerade seine zweite Doktorarbeit geschrieben und zum Thema Psychologie der Superreichen. Viele von euch kennen das Buch ja auch bereits. Und Sie sind ja im Prinzip Investor, Unternehmer, Buchautor, mehrfacher. Habe ich noch irgendwas vergessen oder ist da alles mit dabei? Ja, da kommen wir dann noch im Gespräch drauf. Also im Immobilienbereich bin ich ja auch tätig, ja, und als Publizist. Ja. Okay. Ja, sprechen wir doch erstmal über das erste richtig spannende Thema. Ich habe das Buch auch gelesen und ich fand es richtig interessant, das Thema Reichenforschung. Und zwar aus dem Kontext, dass es mal tatsächlich um die Reichtumsgenese ging, wo sonst ja ich immer das Gefühl habe, dass beim Thema Reichtum es tatsächlich eher immer um die Verteilungsfragen geht. Also es wird halt sehr viel geredet über, wer hat halt so und so viel und die 1% der Leute haben halt das und das. Und Sie haben ja wirklich mal einen ganz anderen Einsatz, dass Sie das eher neutraler dargestellt haben. Und warum gibt es so wenig Reichtumsforschung im Kontext von dieser Genese? Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat mich auch gewundert und so bin ich auch auf das Thema gekommen. Mhm. Ich hatte also dieses Buch, ich hole es mal hervor, dieses Buch, das hatte ich geschrieben vor ein paar Jahren, Reich werden und bleiben. Und bei der Recherche zu dem Buch habe ich geschaut, gibt es denn wissenschaftlich überhaupt was zu dem Thema, also Reichtumsgenese. Ja. Ich habe dann in der amerikanischen Literatur geschaut und in der deutschen Literatur und habe gesehen, dass es ganz wenig nur gibt. Also es gab eine Doktorarbeit, die ist in Potsdam entstanden. Mhm. Da hat man 472 reiche Menschen befragt und die hatten aber jetzt, sagen wir mal, nur 2 Millionen im Durchschnitt gehabt. Und dann gab es nochmal da eine zweite Studie, das waren Leute, die hatten so 5 Millionen, ja, das waren dann auch 130 und da hatte ich dann die Idee bei der Stufe drüber. Also das heißt, die Leute, die aus meiner Sicht tatsächlich reich sind, also die ein mindestens 2- bis 3-stelliges Millionen Vermögen oder mehr besitzen, ja, da hatte ich dann die Idee, selbst was zu erforschen, weil ich gesehen habe, es gibt nichts darüber. Und ja, ist eine gute Frage, warum gibt es nichts darüber? Da gibt es die komischen Argumente. Manche sagen, ja, das ist so eine kleine Gruppe, das ist eine Minderheit, aber es gibt andere kleine Gruppen, mit denen beschäftigen sich die Soziologen auch. Also zum Beispiel gibt es wissenschaftliche Studien über Rocker oder über Transgender oder so. Ja? Und das sind bestimmt jetzt auch sehr, sehr kleine Gruppen. Man interessiert sich für die und das ist ja doch eine sehr wichtige Gruppe. Es sind ja überwiegend Unternehmer. Ja. Und es ist natürlich, das muss man schon anerkennen, das Problem, den Zugang zu bekommen zu den Leuten. Das ist das große Problem und das war auch mein Vorteil, dass ich einfacher den Zugang bekommen habe, als das jetzt normalerweise Professor an der Uni hat. Ja, richtig. Das Buch besteht ja im Prinzip zum Großteil aus Interviewfragen und dann auch Auswertungen davon, die wirklich interessant sind zu lesen, weil ja teilweise auch man es gar nicht so einfach ist, irgendwie allgemeine Prinzipien immer davon abzuleiten, was die Genese angeht. Also manche sind ja irgendwie in der Schule sehr gut klargekommen und aber auch viele rum hatten zum Beispiel erhebliche Probleme in der Schule. Ich auch damals zum Beispiel. Ja. Aber was mich noch interessiert, ist denn, welche Aufgabe hat denn Ihrer Meinung nach eigentlich Reichtumsforschung? Hat es gleich auch was mit Allgemeinbildung zu tun? Also ist dieses Buch auch direkt an den, sage ich mal, unter Normalverbraucher gerichtet oder dient das eher jetzt eher im wissenschaftlichen Kontext für den Forschungsbereich? Also das richtet sich jetzt an verschiedene Leute. Ich sage vielleicht mal erst, an wen sich es nicht richtet, weil der wäre jetzt enttäuscht, wenn er es liest. Ja? Mhm. Jemand, der jetzt sagt, ich möchte die 5 todsicheren Tipps, wie ich schnell reich werde, und die sollen ganz einfach und klar zusammengefasst sein, dann sage ich, besser das Buch nicht kaufen, weil es für dich völlig ungeeignet ist, so, weil das findest du da drin nicht. Mhm. Und die gibt es auch gar nicht, diese Tipps. Aber so sind ja viele Bücher aufgebaut und es ist auch so, die Erwartungshaltung natürlich von vielen etwas einfach gestrickten Leuten, dass sie sagen, ich möchte jetzt mal die definitiven 3, 5 oder 7 Tipps, wie ich reich werde. Oder auch vielleicht einfach im Sinn von einem Rezept oder einer konkreten Handlungsanleitung. Mhm. So ist das Buch nicht, sondern das Buch ist für Menschen, die gerne selber nachdenken und die sagen, ich möchte jetzt einfach mal möglichst viel Originalmaterial, Äußerungen haben von Leuten, die wirklich reich geworden sind,
Die meisten sind ja self-made reich geworden. Ja. Und das gibt mir persönlich dann Material oder Anlass zum Nachdenken über mich. Und das ist der Weg. Also das ist eine Gruppe, an die sich das auf jeden Fall richtet. Es sind aber auch Leute, die vielleicht selbst sagen, mir geht es jetzt gar nicht darum, reich zu werden, aber ich möchte einfach mal mehr erfahren über eine Gruppe, über die man ja normalerweise sehr wenig weiß oder wo es ja auch, sagen wir, völlig falsche Vorstellungen gibt von diesen Menschen. Das ist auch zum Teil durch das Fernsehen. Da gibt es dann diese, was weiß ich, Deluxe-Sendungen oder so, wo irgendwelche Leute gezeigt werden, die, sagen wir, völlig atypisch sind, die irgendwo exhibitionistisch sind, Selbstdarsteller und wo eigentlich die meisten anderen Reichen nur drüber lachen werden. Die werden da gezeigt, prägen aber dann das Bild von vielen Menschen. Oder ich habe neulich ein Interview gehabt, das war so ein Online-Medium, was sehr links gestrickt war, also politisch links. Ja? Mhm. Und da ging es dann auch immer in den Interviewfragen so gegen die Reichen irgendwo. Mhm. Und dann sagt er irgendwann in dem Gespräch, sagt er, ja, sind man im Grunde genommen, sind die Reichen doch so, also wir kennen die ja so wie im James-Bond-Film, wo dann einer gierig ist und die Weltherrschaft will. Und da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie kennen die Reichen jetzt aus dem James-Bond-Film, ja, und ich kenne sie jetzt aus den Gesprächen. Und daher kommen dann auch unterschiedliche Wahrnehmungen natürlich. Das finde ich nämlich persönlich den interessanten Ansatz, weil ich ja ganz klar auch sehr viel solche Themen anspreche in meinen Videos. Da sieht man einen Beitrag irgendwie über Jeff Bezos von wegen, ja, der reichste Mann der Welt jetzt. Und auf einmal denkt die Öffentlichkeit, der hat jetzt einfach 80 Milliarden irgendwo auf dem Tagesgeldkonto liegen. Dabei ist es ja produktives Kapital in Aktien angelegt. Und da geht es dann erstmal los, dass die Leute verstehen zu lernen, aha, okay, wenn der kann ja jetzt nicht einfach seine ganzen Aktien verkaufen und dann verschenken. Also, und da finde ich schon, dass man auch in so einem Buch nicht nur irgendwie, was die Forschung angeht, viel mitnehmen kann, sondern eben auch für sich selbst, für das Verständnis, aha, wie werden überhaupt solche Werte geschaffen und wie denken die Leute, die jetzt solche, beispielsweise, da geht es ja sehr häufig um Immobilien und so weiter, diese Immobilien halt zu finanzieren oder halt auch in der Projektentwicklung zu arbeiten oder was es dann noch alles gibt. Ja, ich meine, es ist im Grunde ja ganz einfach. Wenn jetzt jemand selbst reich werden will, ja, was hat er dann für Möglichkeiten? Am besten ist natürlich, er hat einen Bekanntenkreis mit 40, 50 Leuten in seinem Umfeld, die alle irgendwo ein paar Dutzend oder ein paar hundert Millionen haben und unterhält sich mit denen. Das ist jetzt bei den wenigsten Leuten der Fall. Ja? Ja. Die zweite Möglichkeit ist, wenn er reich werden will, er geht jetzt zum Bankberater, der offenbar selbst ja nicht weiß, wie man reich wird, weil sonst wäre er nicht Bankberater. Lässt sich von dem irgendwo, der selbst nichts hat, was erzählen. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, ins Fitnessstudio komme und da ist ein Leptosom mit 29 cm Arm und der erklärt mir dann, wie man Muskeln aufbaut. Oder ich gehe jetzt zu einem auf dem verrosteten Fahrrad, einem Hartz-IV-Empfänger und lass mir von dem erklären, wie ich reich werde. Also das ist natürlich alles Quatsch, ja? Sondern es ist natürlich vernünftig dann zu sagen, die Leute, die tatsächlich überwiegend ja aus eigener Kraft selbst reich geworden sind, sich einfach mit zu beschäftigen, wie denken die, was haben die für eine Persönlichkeit, nicht im Sinn, um dann zu sagen, so jetzt habe ich irgendwo das Geheimrezept gefunden, sondern in dem Sinn, um zu sagen, okay, das regt mich dann zum eigenen Nachdenken an über mich selbst. Das ist ja der vernünftige Weg, wenn man jetzt für sich selbst sagt, ich möchte reich werden. Aber wie gesagt, das Buch, ich kenne auch Leute, die haben das gelesen, die haben gesagt, ich will gar nicht reich werden, aber ich will einfach was wissen, was erfahren über diese Menschen. Ich finde die einfach interessant und ich möchte wissen, wie die ticken, was ist deren Psychologie, was ist deren Persönlichkeit. Und genau darum geht es ja. Ja, dann sprechen wir doch kurz mal über diese Psychologie. Und zwar habe ich mir drei Stichworte aufgeschrieben. Erstmal die Motivation eigentlich. Was haben Sie daraus gefunden? Was ist die Motivation von Menschen, reich zu werden? Wollen die einfach viel Geld haben? Wollen die viel Macht haben? Wollen die vor allem Freiheit und Unabhängigkeit? Oder ist es ganz unterschiedlich? Das erste Mal ist so, dass man keine vernünftige Antwort bekommt, wenn man die Leute direkt fragt, ja? Weil die dann dazu neigen, irgendwelche gestanzten, gesellschaftlich gut klingenden Sachen einem zu erzählen. Ja? Mhm. So, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe versucht, mich dem indirekt zu nähern. Mhm. Ich habe den Leuten gesagt, also Sie haben ja jetzt schon Geld, Sie sind Vermögen und jetzt sagen Sie mal, was Sie damit verbinden. Und dann habe ich eine Skala gemacht von 0 bis 10, da hieß 0, ist mir völlig unwichtig und 10 ist mir total wichtig. Mhm. Da habe ich verschiedene Dinge abgefragt. Ich habe dann zum Beispiel gegenüber gesessen von mir, da habe ich gesagt, jetzt nehmen wir mal den Punkt zum Beispiel Freiheit und Unabhängigkeit. Ja. Auf einer Skala von 0 bis 10, wo setzen Sie das an? Mhm. Oder
das Motiv Sicherheit, ja, oder das Motiv, sich schöne Dinge leisten zu können, also ein großes Haus, großes Auto und so weiter. Und da ist eins bei rausgekommen, diese Menschen, auch die Reichen, die sind jetzt nicht alle gleich, sondern gibt es ganz erhebliche Unterschiede, gerade bei dem Punkt, sich schöne Dinge leisten zu können. Da waren also Leute dabei, die mir auch überzeugend glaubwürdig gesagt haben, spielt absolut keine Rolle. Einer war dabei, der hat fast 1 Milliarde gehabt, der hat gesagt, er hat sich noch nie ein Hemd gekauft, was teurer war als 30 Euro und ist auch nur einmal im Leben in Urlaub gefahren. Also der war, hat völlig asketisch praktisch in seiner Arbeit gelebt. Ja. War aber auch ein anderer dabei, der also ein Privatflugzeug hat und mehrere teure Autos hat oder so. Also das gibt's alles. Okay. Man kann da bei diesem Ding kein klares Muster feststellen. Mhm. Man muss allerdings sagen, die Leute, wo jetzt diese Luxusgüter, das Materielle im Vordergrund steht, sind eher die Minderheit. Ja? Okay. Aber was für alle praktisch, ein Punkt hat sich herauskristallisiert, der für alle wichtig war. Mhm. Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Ja? Das war der entscheidende Punkt. Das heißt, das ist auch die Gemeinsamkeit dieser Menschen, die ich hier untersucht habe. Ja. Die haben alle viel gearbeitet, ja? Aber keiner muss arbeiten. Mhm. Jeder könnte sofort sagen, ich mach nichts mehr. Und dieses Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, das war das Entscheidende. Okay. Ja, und was ich auch gelesen hatte, was ich auch sehr interessant fand, ist dieses Thema Eigenwirksamkeit, das irgendwie alle gemeinsam haben, dass sie von sich heraus glauben, ihren Erfolg beeinflussen zu können und selbst dafür verantwortlich zu sein und nicht irgendwie zu glauben, dass irgendwie die Umstände im Prinzip dafür verantwortlich sind, dass sie dann irgendwann reich werden, ne? Ja, man nennt es Selbstwirksamkeit, genau, diesen Punkt. Und das hat auch eine Kehrseite. Ich habe mich ja damit beschäftigt, wie gehen diese Menschen mit Fehlern und Rückschlägen um? Mhm. Weil fast jeder von denen hatte auch ganz erhebliche Rückschläge und Krisen zu durchstehen gehabt. Mhm. Und die übernehmen ihre Verantwortung für ihre Erfolge, aber auch vor allen Dingen für ihre Misserfolge. Mhm. Das ist mindestens so wichtig. Ja? Gibt es ja zwei Arten von Menschen, kann man sagen. Der eine, wenn ihm was gut gelingt, so sind die meisten Menschen, klopft er sich auf die Schulter und sagt, mal wieder ein Beleg für was ich für ein toller Typ bin. Ja? Wenn was schlecht ist, sind immer andere dran schuld. Ja. Also der im Zweifel der Fahrlehrer, weil man in der Führerscheinprüfung durchgefallen ist, der Mathelehrer, weil man irgendwo in Mathe schlecht oder schlechtes Abi, die vielleicht im ganzen Leben, die Mutter hat einen falsch mal auf den Pott gesetzt und deswegen konnte man später also nichts erreichen. Ja? Ja. So, das ist ja das, wie die normal die meisten Menschen denken. Also für die Niederlagen sind andere schuld. Hier die Menschen denken anders. Die sagen also, ich bin auch selbst verantwortlich für meine Niederlagen. Und das Verantwortungsübernehmen auch für Krisen und Niederlagen, das gibt den Leuten dann auch das Gefühl von Macht. In dem Sinn, ich kann es auch ändern. Also ganz wichtig, wie mit Niederlagen umgegangen wird. Ja. Dass man im Prinzip auch zwar nicht verhindern kann, ab und zu Rückschläge zu haben. Ja, ich habe auch auf dem Weg hierher richtig motiviert. Eine Doku drehe ich ja auch gerade in Berlin und dann habe ich mir am letzten Tag vor Mallorca noch schön den rechten Zeh gebrochen. Ja, gute Besserung erstmal. Und musste den selber gerade noch so einbiegen und hatte dann keine Zeit mehr zum Arzt zu gehen. Und denke ich mir immer so, ja, das ist halt ein ganz normales Element. Da kann man jetzt nicht einfach irgendwie absagen oder aufhören, sondern muss man einfach weitermachen. Ne? Ja, ich will sogar sagen, das ist jetzt nicht so, dass man es nicht vermeiden kann, sondern dass es gerade so essentiell wichtig ist. Ja? Ja. Also die Leute, die ich interviewt habe, die sind meistens durch Rückschläge überhaupt erst auf die nächste Stufe gekommen. Mhm. Weil solange alles einigermaßen normal läuft in unserem Leben, dann sind wir doch alle mehr oder minder so, dass wir nicht ein großes Motiv haben, was zu ändern in unserem Leben. Ja? Okay, sondern wir müssen manchmal irgendwo aus der Bahn geworfen werden, um dann durcheinander gerüttelt zu werden und dann überhaupt aus der Lösung von einem Problem in die nächste Stufe zu kommen. Und das war also zum Beispiel da war eine Frau dabei, nur die ich interviewt habe, und bei der war es zum Beispiel so, die hat das am Beginn irgendwo 3 Einzelhandelsgeschäfte besessen. Heute sind es also viele, viele hundert und dazu noch ein riesen Immobilienvermögen. Und der Ausgangspunkt war eine absolute Konflikt und Rückschlag mit einem Zulieferer oder auch bei einem Immobilieninvestor, mit dem ich gesprochen habe, wo eine Krise, wo er in die Finanzkrise reingerutscht ist mit einem Fonds, war der Ausgangspunkt, das ganze Unternehmen praktisch neu aufgestellt wurde auf die nächste Stufe. Also ich will nicht sagen, ist nicht nur so, dass man diese Rückschläge nicht vermeiden kann, sondern dass sie gerade so wichtig sind und dass wir sie gerade so brauchen.
Okay, aber man sollte jetzt aber nicht irgendwie versuchen, nee, sie zu erreichen, sondern das ist nämlich ja manchmal auch so, wenn man in Berlin ist, so diese Failure Culture von wegen, oh ja, wir glorifizieren jetzt diese Fehlschläge. Es ist natürlich klar, sucht jetzt keines, wie wenn sie absichtlich hinfallen oder so. Ja? Ja, oder irgendeine schlechte Aktie kaufen, nee, damit ich mal aber in Berlin kaufen muss. Nee, so ist nicht, aber auf der anderen Seite ist so, ja, wenn einer nicht scheitert, ja, irgendwo im Leben, dann hat es meistens was mit zu tun, dass er sich auch zu kleine Ziele gesetzt hat. Ja? Ich will mal einen Vergleich. Also das Buch dann wieder, ne? Ja, genau. Ich will trotzdem mal einen Vergleich bringen, also weil es mir sehr wichtig ist, auch zum Sport, weil Sie ja auch Sport machen. So, ja. Jetzt nehmen wir mal an, beim Bankdrücken. Ja? Ja. Jetzt würden Sie immer Schrägbankdrücken 50 Kilo auflegen, ja? Ja, wo Sie genau wissen, dass Sie das schaffen. Ja? Ja. Da können Sie nicht scheitern, ja? Aber es wird auch nichts wachsen mehr, so, ja? Ja. So, sondern sie müssen auch mal ein Gewicht auflegen, genau, wo sie nicht genau wissen, ob sie schaffen, wo vielleicht einer dahinter stehen muss, ja? Genau. Und wo sie im Zweifel auch nicht schaffen, weil sie können ja ihre Grenzen nur dann finden, wenn sie auch mal scheitern. Ja? Ja. Das heißt, wenn sie jetzt sagen würden, ich habe beim Bankdrücken immer mein Leben lang jedes Gewicht hochgekriegt, dann würde ich nur sagen, dann hast du halt nie genug aufgelegt. So, ja? Ja, genau. Sondern du musst da irgendwann mal eine Situation gehabt haben, ja, wo der andere helfen musste, wo es halt nicht mehr hochging. Ja? Und das heißt also, natürlich soll man nicht jetzt bewusst das Scheitern suchen, ja? Aber man soll sich andererseits auch wieder die Ziele so hoch stecken, dass nicht von vornherein sicher ist, das kann ich jetzt so mit links erreichen. Ja, vor allem, weil man ja, gutes Beispiel, wenn man ja auch vor allem dadurch ja diese Schmerztoleranz auch wiederum trainiert, ne? Dieses Brennen im Muskel, du weißt, okay, ich muss halt manchmal an diese Schmerzgrenze gehen und das finde ich auch so hilfreich für das allgemeine Leben, dass man zum Beispiel nicht zu früh aufgibt, wenn irgendwas am Anfang noch nicht klappt. Ja, das kann auch hilfreich sein. Okay, letztes Thema noch ganz kurz aus dem Buch. Was das Thema Risiko angeht. In dieser Gruppe gehen die sehr extreme Risiken ein, manchmal so haarscharf an der Pleite vorbei. Ich habe letztens über Jeff Bezos auch berichtet, der wirklich ja am Anfang wirklich mehrmals fast pleite gegangen ist mit dem Unternehmen. Ist das da auch in der Forschung erkennbar oder ist das von der Risikoprävalenz bei diesen Menschen irgendwie auch ganz divers und so? Also, wie gesagt, es gibt keinen einzigen Punkt, wo jetzt alle reichen, das muss man sich auch abgewöhnen, die Vorstellung gleich werden. Ja? Aber es gibt Muster. Ja? Okay. Und ich hatte eine Frage und da habe ich gesagt, nehmen wir mal eine Risikoskala. -5 ist der Beamte, der alles aufs Konto legt praktisch so. Mhm. Und +5 ist der extrem ins Risiko geht. Also von -5 bis +5, wo sind Sie? Ja? Mhm. Da war schon auffällig, dass die allermeisten im positiven Bereich eingesortiert haben und sogar ein großer Teil bei +3 bis +5. Ja? Okay. Erstens auffällig. Zweitens war aber auch auffällig, dass die meisten im Lauf ihres Lebens dann das Risiko reduziert haben, ja, wenn sie älter geworden sind. Und das hat aber auch einen methodischen Grund. Sie müssen sich mal Folgendes überlegen. Ich habe ja die Leute interviewt, die erfolgreich waren. Mhm. Ja? So, da sind natürlich vorher schon viele aussortiert, die jetzt Risiken eingegangen sind. Ja? Sie müssen da methodisch einfach Folgendes beachten. Nehmen Sie mal an, Sie gehen ins Spielcasino und tun nur alle Gewinner interviewen und sagen, was hast du gemacht jetzt? Ja. Und die sagen, ich bin voll aufs Risiko gegangen. Und dann sagen sie, ja, guck mal, ganz einfaches Rezept, so wirst du reich, nur voll aufs Risiko gehen. Ja. Klar, weil ich habe ja nur die Gewinner befragt. Genau. Wenn ich jetzt die Verlierer alle gefragt hätte, ja, sagt, was hast du gemacht? Dann würde ich sagen, ich bin voll aufs Risiko gegangen. Ja? Ja. Und das ist auch, sagen wir, ist oft ein bisschen methodisch nicht so reflektiert von dieser populären Reichtumsliteratur, ja? Dass die dann sagen, ich muss nur alle fragen und dann weiß ich genau, wie es geht. Ja, das ist ein Ansatz, aber ich habe auch immer wieder Einschränkungen dabei und deswegen, also nochmal zusammengefasst gesagt, das ist wirklich was für den eigenen Kopf und fürs Nachdenken und nicht für die Menschen, die jetzt sagen, gib mir jetzt die 5 Tipps, damit ich nächstes oder übernächstes Jahr reich werde. Okay. Letzter Punkt war nämlich genau auf, worauf ich noch hindeuten wollte, nämlich das Thema Glück. Viele Leute würden nämlich auch einfach genau das formulieren. Wir sagen ja, wenn 400.000 Leute gegenüber sitzen und eine Münze werfen, dann werden 200.000 übrig bleiben und dann geht es immer weiter und so weiter. Und irgendwann gibt es halt irgendwie ein paar hundert Leute, die 10-mal hintereinander gewonnen haben und sagen, schaut mich an, ich bin der Experte im Münzwurf. Und Malcolm Gladwell hat ja auch damals dieses Buch geschrieben, Outliers zum Beispiel, wo die Hauptthese des Buches tatsächlich ist, also dass Bill Gates
Gates natürlich unglaublich intelligent ist und auch eine gute Motivation hat. Er aber im Prinzip einfach nur, das ist die Aussage, Glück hat, genau in der richtigen Zeit dort geboren zu werden und mit seinem Talent genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. In Ihrem Buch steht aber auch drin, dass die Angabe von Glück auch bei den erfolgreichen Leuten eine Art Selbstschutz darstellen kann, in Form von Neidabwehr. Und das fand ich extrem interessant, weil ich das in der Form noch nie gehört habe und aber auch ziemlich plausibel fand. Nur ist die Frage, wie sind Sie darauf gekommen, dass das eine Form von Neidabwehr ist, oder ist es nur eine Behauptung von Ihnen? Also, erstmal, man darf nicht naiv sein. Ja? Wenn man jetzt mit einem spricht, der reich ist, ja, oder auch der sonst erfolgreich ist, sagen wir irgendein Sportler oder so, und fragt, warum bist du erfolgreich? Mhm. Und der zuckt dann mit den Schultern und sagt, ich habe Glück gehabt. Ja? Ja. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt dann auf, der hat Glück gehabt, ja, und sagt, jetzt weiß ich es. Ja? Und man fängt an nachzudenken, warum der das sagt. Ich gehöre zu den Menschen, die dann drüber nachdenken. Ja? Ja. Und da gibt es nicht eine Erklärung, warum der das sagt, sondern da gibt es mehrere Erklärungen. Die möchte ich gerne mal aufdröseln. Mhm. Ja? Diese eine Erklärung haben Sie genannt, das ist eine psychologische Erklärung, das ist auch nicht meine Idee, das ist ein Soziologe, Schöck heißt der hat mal ein sehr interessantes Buch geschrieben, Der Neid, eine Theorie der Gesellschaft. Ja. Und da hat er auch diesen Gedanken entwickelt, den ich daraus genommen habe. Ja? Mhm. Das ist einfach so, wissen Sie, wenn ich jetzt sehr erfolgreich bin, ja, mhm, und Sie mich fragen, warum, und ich sage dann, überleg mal, ich bin halt ein bisschen intelligenter als du, ich bin auch fleißiger als du, ja, deswegen habe ich halt Erfolg gehabt. Ja? Das kommt nicht so gut an. Ja? Während wenn ich sage, naja, ich habe Glück gehabt, dann wirkt das irgendwo sympathischer. Ja? Ja. So, und deswegen sagen das halt viele Leute einfach so. Aber es ist nur ein Grund. Der zweite Grund, der wichtig ist, dass sie es oft selbst nicht wissen. Also ganz falsche Vorstellung, dass ich sage, ich muss einfach einen Milliardär fragen, wie bist du reich geworden? Und dann sagt er es mir. Nein, der weiß es meistens selber nicht. Ja? Das ist also ganz entscheidend. Warum? Es gibt zwei Arten des Lernens. Und das unterscheide ich auch in dem Buch. Die eine Art von Lernen nennt man implizites Lernen. Die führt zu implizitem Wissen. Ja? Okay. Das heißt, es ist eine Art unbewusstes Lernen. Sie lernen, ohne dass sie es überhaupt merken. Ja? Und sie können auch hinterher nicht genau erklären, warum und wie. Okay. Ja? Und wenn ich was nicht erklären kann, dann nehme ich oft, ich nenne es eine Verlegenheitserklärung, dann sage ich halt, ich hab Glück gehabt, einfach weil ich es nicht weiß. Mhm. Ja? So, das ist also auch ein Grund davon. Und, dann beim expliziten Lernen ist dann eher so, ich lerne eine Strategie und weiß dann... Explizites Lernen ist einfach, was zum Beispiel ein Akademiker macht, ja? in der Schule oder in der Uni, wie wir alle lernen. Ja? Ja. Das hat aber für die Leute gar keine so große Rolle gespielt. Also keiner ist jetzt reich geworden durch Dinge, die er in der Schule oder im BWL-Studium oder so gelernt hat. Ja? Sondern die haben gelernt, indem sie zum Beispiel schon sehr früh im Verkaufsprozess oder unternehmerisch tätig waren. Und das ist eine Art unbewusstes, implizites Lernen, eine ganz andere Art vom Lernen, als man es jetzt an der Uni macht. Mhm. Und das führt dann hinterher zu einem impliziten Wissen, kann man auch Intuition bezeichnen oder Bauchgefühl, weil sie nicht in der Weise verbalisieren können, was die Leute auch nicht in der Weise reflektieren. Deswegen, wenn einer sagt, ich habe Glück gehabt, dann reflektiert es auch einfach nur, dass er selbst jetzt gar nicht genau sagen kann. Und dafür ist ja ein Forscher dann notwendig, wie ich, der im Gespräch das versucht zu rekonstruieren und herauszubekommen, was er selbst vielleicht gar nicht so verbalisieren kann. Ja? Also mit dem Glück, das ist natürlich, sagen wir mal, diese Bücher sind sehr beliebt, wo drin steht, es ist alles Glück, ja? Weil es auch ein Trostpflaster ist für jeden, der jetzt keinen Erfolg hat. Weil der kann dann einfach sagen, nein, der hat halt mehr Glück gehabt im Leben. Ja? Und ich halte das aber deswegen nicht für so überzeugend, weil klar, bei jedem Menschen in der Biografie spielt immer Glück oder Unglück eine Rolle. Aber es gibt keinen Menschen, der ständig Glück hat oder der ständig Unglück hat, sondern das ist was sich im Laufe des Lebens sozusagen ausmendelt, ja? Das Glück oder das Unglück. Ja? Du hast mal Glück, du hast mal Unglück und über die Jahrzehnte mendelt sich das im Prinzip bei den meisten Menschen aus. Ja? Mhm. Die Frage ist eher, wie reagierst du auf unglückliche Situationen? Das hatten wir vorhin schon gehabt. Und wie reagierst du auf, sagen wir, glückliche Zufälle? Ja? Ja. Der eine, der erkennt irgendeine Chance und macht ein Geschäft draus. Ja? Genau. Der andere, dem bietet sich die Chance auch so, aber der sieht sie gar nicht oder er sieht sie vielleicht und handelt nicht. Ja? Und deswegen ist das Glück oder das Unglück, das wird gerne so als Erklärung benutzt, ja? Aber
ist für mich also kein ausschlaggebender Punkt, warum jetzt der eine Erfolg hat und der andere nicht. Jedenfalls nicht langfristig. So. Nicht langfristig, ja. Okay. Ja, hammer viele Thesen dabei. Ich würde sagen, da sind wir beim ersten Buch, die Psychologie der Superreichen, auch schon durch. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und ich finde es unfassbar interessant, gerade auch zum Nachdenken zum Beispiel, ja, man will irgendwann einen Angestellten haben, dann kann man mal gucken, hat er mal Leistungssport betrieben und ist sozusagen leistungsfähig. Da gibt es also doch schon, finde ich, auch ein paar gute Tipps dabei, aber generell ist es wirklich einfach nur zum Verständnis und ich verlinke es auf jeden Fall unter dem Video in der Beschreibung, sowie auch dann die ganzen anderen Bücher, die könnt ihr euch alle dann direkt bestellen. Und jetzt würde ich mal sagen, widmen wir uns mal Ihrem letzten Buch, was Sie, glaube ich, geschrieben haben, oder haben Sie schon wieder ein anderes? Eins ist schon fast fertig, ja, das kommt dann im Februar raus. Okay, ja. Alles klar. Dann sprechen wir jetzt mal über das hier im nächsten Video, nämlich Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Das ist so ein bisschen die ganze Lebensgeschichte auch von Herrn Zittelmann. Und da springen wir aber dann gleich im nächsten Video drauf ein.